Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Bayerischen Landtag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns Freien Wählern hier im Maximilianeum. Heute mal von Outdoor mit Handmikrofon und der wunderbaren Kulisse Münchens in meinem Rücken, um uns zu befassen mit der Frage vom Otto, der uns geschrieben hat aus Passau und mir etwas augenzwinkernd schreibt: Da hast du ja ganz schön auf die Pauke gehauen in der Plenarsitzung. Was er meint, ist eine Schimpftirade, so schreibt er es, gegen die Berliner Ampelkoalition. Und jetzt will der Otto von mir wissen, was stört euch Bayern denn so an der neuen Bundesregierung? Und vor allen Dingen schreibt er mir: Schimpft ihr nur oder habt ihr Bayern auch eigene Vorschläge? Ja, lieber Otto, vielen Dank für die Frage, die geradezu eine Steilvorlage ist, auch in Ihrem zweiten Teil. Zuerst einmal aber, was stört uns daran, wie sich diese neue Bundesregierung aus Grünen, SPD und FDP derzeit geriert? Naja, lieber Otto, wir in unserer Bayern-Koalition aus Freien Wählern und CSU, wir haben uns ja nicht gerade einfache Zeiten ausgesucht, um erstmals die politische Verantwortung für unser Land und seine Menschen zu übernehmen. Kaum waren wir 1,5 Jahre im Amt, hat uns die Corona-Pandemie überrollt und wir standen über Nacht vor den größten Herausforderungen der Nachkriegszeit. Die Good News ist an der Stelle, es ist uns gelungen, unsere Heimat gut zu beschützen und unser Land und seine Menschen da einigermaßen gut durchzubringen. Wir haben viele, viele Menschenleben mit unseren Maßnahmen gerettet und trotzdem steht Bayern nach 2 Jahren Pandemie wirtschaftlich hervorragend da. Wir haben nahezu Vollbeschäftigung im Freistaat. Bayerns Wirtschaft wächst trotz all dieser Maßnahmen, die die Menschenleben gerettet haben. Ich glaube, wir haben das in Bayern ganz gut gemacht und Teil unseres Erfolgsrezepts, Otto, deshalb erzähle ich's, Teil dessen, dass wir das so gut schaffen konnten, war, dass es uns natürlich nach intensiver Diskussion immer und immer wieder gelungen ist, uns dabei auch zu konzentrieren mit unseren Kolleginnen und Kollegen in Berlin, was in einem föderalen System in Deutschland nun einmal wichtig ist. Ja, und jetzt, lieber Otto, jetzt kommt, obwohl die eine Krise Corona noch gar nicht richtig vorbei ist, schon die andere unverschuldete Krise um die Ecke mit Putins Überfall der Ukraine. Wir sind in einer Lage, in der Lieferketten abreißen, in der Preise durch die Decke gehen, in der Inflation davon galoppiert, sodass so eine Art schleichende Enteignung der bürgerlichen Mitte auch in Bayern droht. Und jetzt wäre es eben wieder wichtig, auch einen verlässlichen, einen starken Partner in Berlin zu haben, mit dem wir unsere Politik abstimmen können, sodass unser Land und seine Menschen auch gut durch diese Krise kommen. Und das ist derzeit unsere große Sorge, lieber Otto, dass uns dieser konstruktive Sparringspartner in Berlin leider verloren gegangen ist. Wir haben im Moment als Bayern-Koalition aus Freien Wählern und CSU hier in Bayern das Gefühl, wir sind so ein bisschen die Besatzung des wirtschaftlichen Maschinenraums in diesem Tanker Deutschland, denn Bayern ist nun einmal qua Wirtschaftskraft der wirtschaftliche Maschinenraum Deutschlands. Und unser Gefühl ist, dass wir angesichts dessen, was nächsten Winter so aufgrund der Ukraine-Krise droht, derzeit eigentlich jeden Tag nach oben funken auf die Berliner Brücke und dort Bescheid geben. Die Maschinen drohen heiß zu laufen. Bitte unterstützt uns, gut durch diesen Winter zu kommen. Und was wir da zur Antwort kriegen von der Berliner Ampelbrücke, das ist mehr als unbefriedigend. Denn das, was die uns sagen, ist: Naja, auf der Brücke hat man den Kapitän eigentlich schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen und die Offiziere, die sind sich nicht so richtig einig über den Kurs. Die fahren seit Wochen, seit Monaten zickzack und wir sind da hinreichend verloren, wenn wir diesen Anschluss nach Berlin suchen. Wir haben ein bisschen das Gefühl, diese Ampel, diese neue Berliner Koalition, die blinkt irgendwie in allen denkbaren Farben und hinterlässt ein ziemliches Chaos an den wesentlichen bundespolitischen Kreuzungen unserer Tage. Und deshalb haben wir im Parlament in der Aktuellen Stunde auch mal die Gelegenheit genutzt, das den Ampelfraktionen in Bayern zu sagen, mit der freundlichen Bitte, ihren Parteikollegen in Berlin das auszurichten, aber auch um als bayerisches Parlament zu appellieren nach Berlin, dass es so nicht weitergehen kann. Was meine ich konkret, lieber Otto? Ich
will gar nicht mich aufhalten mit diesen kleineren tagespolitischen, handwerklichen Themen, beispielsweise dieser KfW-Förderung, die ausgerechnet jetzt die grüne Regierung in den Sand gesetzt hat, dafür gesorgt hat, dass in Zeiten, in denen wir dringend Wohnungen brauchen, viele, viele Wohnungen jetzt eben nicht entstehen können. Ich will mich nicht aufhalten mit diesem eigenartigen Eigentumsverständnis der Ampel, das durchscheint bei der Aufteilung des CO2-Preises zwischen Mieterinnen und Mietern. Und ja, Otto, ich will nicht mal so sehr die große Linie ziehen, um auch nicht in irgendwelchen Populismus zu verfallen, aber natürlich ist es schon ein Problem, wenn ausgerechnet angesichts größter Herausforderungen, Corona-Krise, Ukraine-Krise auf Twitter der Hashtag Wo ist Olaf trendet und die großen deutschen Tageszeitungen sich die Frage stellen, was der deutsche Bundeskanzler eigentlich beruflich macht. Natürlich ist das ein Problem. Zeiten, in denen Angela Merkel geführt hat, in der Staats- und Finanzschuldenkrise 2009, in der Asylkrise, Zeiten, in denen auch jetzt Führung nötig wäre, sind nun Zeiten, in denen der deutsche Bundeskanzler mehr oder weniger abgetaucht ist und ist natürlich ein Problem. Viel problematischer ist aber die politisch-inhaltliche Dimension. Und ich glaube, da sind, Otto, auch die bayerischen Ampelfraktionen, wenn sie mal die bayerische Brille aufhaben und nicht nur ihre Berliner Kollegen verteidigen, mehr als unzufrieden. Denn, Otto, ganz ehrlich, um ein paar Beispiele zu machen, es kann doch auch die bayerische FDP nicht ernsthaft zufriedenstellen, dass ausgerechnet jetzt, wo die FDP mal im Bund regiert, die FDP, die den Menschen immer versprochen hat, Finanzstabilität, die den Menschen immer versprochen hat, wir wollen die Bürgerinnen und Bürger entlasten, dass gerade jetzt, wo die FDP regiert und Lindner Finanzminister ist, dieser Lindner zum großen Schuldenkönig Deutschlands und Europas avanciert, dass er jetzt schon Vermögen zu neuen Schulden sagen muss. Und es kann der FDP in Bayern doch auch nicht gefallen, dass jetzt in Berlin die alte Mövenpick-FDP zurück ist, die das Geld von den kleinen Leuten zu den großen Konzernen scheffelt über den Tankrabatt, indem sie es an der Zapfsäule dem Verbraucher aus der Tasche zieht und an die Ölmultis weiterleitet. Das ist doch was, was nicht nur wir als Bayern-Koalition nicht akzeptieren können. Das kann doch auch der FDP hier in Bayern nicht gefallen. Und genauso, Otto, kann es doch auch den Sozialdemokraten, wenn sie jetzt mal eine Regierung wieder führen, in Deutschland nicht gefallen, dass gerade wenn sie eine Regierung führen, jetzt die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinanderklafft als jemals zuvor und keine einzige Maßnahme gelingt, die wirklich die Bürger entlastet. Da wird die SPD gerade so ein bisschen, ausgerechnet die SPD, die den Kanzler stellt, zum Taschendieb des kleinen Mannes. Und es ist schon nachgerade absurd, wenn die Bundesregierung gerade einen Tankrabatt macht und zeitgleich drüber nachdenkt, die Kfz-Steuern zu erhöhen. Da wird es dann schon wirklich abstrus. Ja, und zu guter Letzt, Otto, und dann höre ich auf mit der Berliner Schimpftirade, kann es natürlich auch die Grünen nicht wirklich glücklich machen, wenn gerade wenn Grüne regieren, weil sie sich ideologisch nicht damit anfreunden können, noch ein paar Monate die AKWs laufen zu lassen. Wenn gerade wenn Grüne regieren, wir wieder massiv einsteigen in Kohlestrom und damit den Klimawandel befeuern. Ja, und es kann auch Grüne nicht gefallen, wenn wir jetzt bei Autokraten auf der ganzen Welt für Bayern, für Deutschland um Gas betteln müssen. Und deshalb glaube ich schon, dass es an der Zeit war, diese Dinge mal sehr deutlich zu benennen. Das habe ich zugegebenermaßen im Parlament auch getan. Ich habe aber nicht nur Ampelbashing betrieben. Und jetzt komme ich zum zweiten Teil deiner Frage, sondern ich habe auch ganz konkrete Lösungsvorschläge aus Sicht unserer Bayern-Koalition namens meiner Freie Wähler-Regierungsfraktion unterbreitet. Ich will drei nennen. Erster Vorschlag im Sinne einer Sofortmaßnahme, die Berlin besser gestern als heute umsetzen sollte. Berlin muss es ermöglichen, dass wir mit unseren sicheren bayerischen Kernkraftwerken dafür sorgen, dass es nächsten Winter in den Wohnungen der Menschen in Bayern nicht kalt wird und dass Bayerns Wirtschaft im nächsten Winter vernünftig arbeiten kann, weil sie verlässlich und zu bezahlbaren Preisen mit Energie versorgt ist. Das heißt nicht, dass wir, ich habe es bei Frag Fabian schon mal erklärt, zurück in die Atomkraft wollen. Ganz im Gegenteil. Aber wir machen uns schon so objektiv ehrlich, dass wir uns klar machen, dass wir nicht aus der Kernkraft aussteigen wollten, weil wir Sorge haben, dass uns in den nächsten drei Monaten ein bayerisches AKW um die Ohren fliegt. Da hätte ich Otto bei den AKWs an den bayerischen Grenzen, mit denen wir jetzt gerade die Stromlücken decken, eher Sorge als bei den bayerischen. Nein, wir müssen da raus, weil wir nicht das moralische Recht haben, einen Müll zu produzieren, der noch 200.000 Jahre strahlt.
Aber ob dieser Müll, Otto, und auch das habe ich ganz deutlich gesagt an die Adresse der Grünen im Parlament, ob dieser Müll jetzt 200.000 oder 200.000 und ein Jahr strahlt, das ist wohl nicht die Frage, die rechtfertigt, dass wir jetzt es zulassen, dass es in Bayern vielleicht kalt wird im Winter, dass wir bei Autokraten um Gas betteln, ja, dass wir wieder in die Kohle gehen und damit den Klimawandel befördern. Und deshalb erste Sofortmaßnahme es möglich machen, dass die AKWs, die noch am Netz sind, in eine Art Reserve gehen, sodass, wenn wir sie brauchen im Winter, wir uns mit Atomstrom aus unserer Heimat versorgen können und nicht vom einen Autokraten zum nächsten laufen müssen oder wieder in den Kohlestrom gehen müssen. Zweite Sofortmaßnahme, die dringend nötig ist, die Bürger wirklich entlasten, nicht mit so einem absurden Tankrabatt, der den Ölmultis nutzt und den Bürgern vor allen Dingen auch nicht Sand in die Augen streuen und sagen, jetzt ist der Sprit teuer, aber das war Putin und das ist der Preis für die Freiheit. Denn es ist nicht der Preis für die Freiheit, das ist ja nur zur Hälfte. Zur anderen Hälfte ist es der Preis für die Ampel. Denn die Hälfte dessen, was wir an der Zapfsäule bezahlen, das sind Steuern und Abgaben an die Bundesregierung. Und deshalb klare Aufforderung, wer Menschen wirklich entlasten will, wer nicht unsere Gesellschaft spalten will in Arm und Reich, sodass Mobilität, sodass Versorgung nur noch für die Reichen möglich ist, der muss jetzt in dieser absoluten Ausnahmesituation die Mehrwertsteuer auf Null setzen, den staatlichen, den Berliner Anteil am Spritpreis auf Null stellen und damit dafür sorgen, dass wir auch weiterhin volle Supermarktregale haben, dass auch weiterhin Mobilität im ländlichen Raum möglich ist. Denn die Grünen, die das nicht wollen und dann von den Dieselstinkern reden, denen sei schon gesagt, auch das grüne Biofood, das muss irgendwie mit dem Dieselstinker in den Supermarkt kommen, damit es dann Grüne dort anschließend kaufen können. Auch das eine klare Botschaft aus meiner Rede. Und letzte Botschaft, ich glaube, dass es zwingend notwendig ist im Sinne einer Masterfrage unserer Zeit, dass wir jetzt den Konflikt auflösen, den diese Ampelregierung hat zwischen Artenschutz auf der einen Seite und Klimaschutz auf der anderen Seite. Was meine ich damit, lieber Otto? Ich meine, dass wir, wenn wir rübergehen an den Stachus und eine Umfrage machen, 100% Zustimmung kriegen dafür, dass wir jetzt erneuerbare Energien ausbauen müssen, uns vom Tropf Putins lösen müssen. Aber wenn wir es dann draußen tun, wenn wir dann Windkraftanlagen bauen, wenn wir Biogasanlagen oder was auch immer auf den Weg bringen wollen, dann finden sich von diesen 100% Zustimmenden immer 15 Grüne, die Vorsitzende von Bürgerinitiativen dagegen sind, weil sie dann irgendwelche Gelbbauchunken gefunden haben, irgendwelche Kröten gezählt haben und sich dann im Artenschutz erschöpfen und die Energiewende verhindern und damit den Klimawandel befördern. Und diesen Konflikt, auch das habe ich der neuen Bundesregierung in Stammbuch geschrieben, den müssen sie auflösen. Wenn es darum geht, was am Ende des Tages zu priorisieren ist, dann muss das nach Ansicht unserer Freie Wähler und CSU Bayern Koalition der Mensch sein, der zu priorisieren ist. Und wir würden es begrüßen, wenn Berlin das auch so sehen würde. Also Otto, Strich drunter, nicht nur geschimpft, sondern ich hoffe, es kommt drüber auch sehr, sehr konkrete Vorschläge gemacht. Wir hoffen, damit in Berlin gehört zu werden, denn unser Eindruck ist, man hat sich da ein bisschen im ideologischen Irrgarten verheddert, irgendwo zwischen Neoliberalismus der FDP auf der einen Seite und Rot-Grün im Ökosozialismus auf der anderen Seite. Und da müssen wir jetzt wieder raus, wenn unser Land und seine Menschen gut durch diesen Winter kommen soll. Deshalb der Appell an die Ampel, auch nochmal im Social-Media-Magazin, genau wie im Parlament. Die Ampel sitzt jetzt auf dem Fahrersitz und wir haben schon die Erwartungshaltung aus Bayern, ein Land mit über 13 Millionen Einwohnern, das in vielerlei Hinsicht mit seiner Wirtschaftskraft auch die Zeche in Deutschland zahlt, dass diejenigen, die da am Fahrersitz sitzen, wenigstens das Lenkrad in die Hand nehmen, wenn sie schon mit 200 auf die Wand zu fahren. Und wenn sie nicht wissen, die Ampel, Männer und Frauen in Berlin, wohin sie lenken sollen, dann dürfen sie gerne in Bayern nachfragen. All das wäre besser, als wenn sie da mit einem großen Kater aufwachen, wenn es im Winter kalt wird in bayerischen Wohnungen und wenn im Winter unsere Wirtschaft in eine veritable Krise läuft, weil eben diese Konfusion der Ampel so sich dargestellt hat, wie eben beschrieben. Und deshalb lieber jetzt dieser dringende Appell, auch mal etwas deftiger nach Berlin, in der Hoffnung, damit gehört zu werden. So viel, lieber Otto, zu deiner Frage. Und wenn auch ihr eine Frage habt, dann macht's wie immer, postet sie entweder unten in den Kommentaren oder schreibt uns eine Mail, dann geht's nächste Woche vielleicht um euer Thema, wenn es hoffentlich wieder schön Wetter ist in München, wir draußen drehen können und es wieder heißt Frag Fabian. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.